2024 hat die Stubnitz 60. Geburtstag gefeiert und war auf der Ostsee. Und nicht nur das, die Instandhaltung und der Schiffstüv sind geschafft. Die dazugehörige Spendenkampagne ist über ihr Ziel hinausgeschossen. 143.000 Euro. An alle SpenderInnen, helfenden Hände, EhrenamtlerInnen und Gäste. Danke, ihr macht die Stubnitz möglich. Leider gibt es einen harten Dämpfer. Die Hafen City GmbH plant ab Ende 2026 eine Zukunft ohne Liegeplatz für die Stubnitz. Wenn es 2026 tatsächlich keinen Liegeplatz in Hamburg mehr gibt, ist dieses Projekt am Ende. Die Stadt verliert ein weltweit einmaliges, gemeinnütziges Kulturschiff und Industriedenkmal, das vereint, wofür Hamburg sich rühmt: Maritimes und Musikkultur.